Fußballfreunde, willkommen im Weserstadion. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Begegnung. Am Mikrofon meldet sich das gewohnte Team Wolf Fuß und Frank Buschmann. Heute übertragen wir für Sie eine hochklassige Partie. Erste Genk gegen Union Berlin. Ich glaube, das wird extrem spannend heute. Das wird hochklassig. Beide wollen sich zeigen, wollen ein Ausrufezeichen setzen. Und dann schauen wir mal, wem das am Ende wirklich gelingt. Hier sehen wir die heutige Aufstellung. Die Chance hier. Es läuft für sie. Früh gehen sie hier in Führung. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Alex Krall. Robin Knoche. Diogo Leite. Mit viel Geduld bauen sie diesen Angriff auf. Aber jetzt ist der Ball doch weg. Da waren sie für einen Moment unkonzentriert. Munoz. Jetzt können sie es machen. Gut aufgepasst von Robin Knoche. Alex Krall. Ja, das ist ein guter Pass. Wichtiges Tackling hier. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Die Chance! Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Gut verteidigt. Jetzt gibt's hier Strafstoß. Den Elfer gibt's, aber keine Karte. Da haben sie fast schon Glück, dass es da nicht mehr gibt. Sehe ich auch so, Wolf. Gibt viele Schiris, die greifen da zur Gelben, wenn nicht sogar mehr. Das ist die Chance, die Führung auszubauen. Und er macht den Elfer. Da kommt noch mal. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. 60 Sekunden gibt es noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Und das ist der Pausenpfiff in diesem Spiel. Er kann heute leider nicht die gewohnte Leistung abrufen. Ihm fehlt so ein bisschen die Bindung zum Spiel. So kann er kein positiver Faktor sein. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Den Ball will er nicht hergeben. Stark gearbeitet.
Nun Vorland. Ja, wird hier gut unterstützt. Ja, gut gemacht. Ball kommt rein. Oh, tolle Parade. Befreiungsschlag. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Robin Knoche. Und er hat den Ball. Jetzt gibt es gleich die Ecke. So, sie werden nun also wechseln. Jetzt der Eckball. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Verteidigt da den Ballbesitz. Was gibt er jetzt hier? Und dieser Freistoß geht direkt in die Mauer. So, Ecke kommt. Ah, das war nix. Abwehr ist zur Stelle. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Alex Krall. Setzt sich da schön durch. Robin Knoche. Kevin Volland jetzt mit dem Ball. Volland, gute Chance jetzt. Erst die Parade, aber dann geht die Szene weiter. Weiter jetzt mit dem Ball. Super Tackling. Und es bleiben noch 5 Minuten. Robin Knoche. Diogo Leite. Gossens. Kevin Volland jetzt mit dem Ball. Vielleicht der Anschlusstreffer. Und drin ist er. Da sind sie wieder. Jetzt sind sie bis auf ein Tor wieder dran. So, wir schauen. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Das war's für heute. Wir hören den Schlusspfiff. Das Spiel ist aus. Und der Sieger, das sind heute die Gastgeber. Das war eine enge Partie. Glücklicher Sieg am Ende. Knapper Sieg. Aber so ein Spiel musst du am Ende dann auch erstmal gewinnen. Da haben die Nerven gehalten. Sie wollten diesen Erfolg. Heute war das wirklich eine gute Leistung. Spiel gewonnen, dazu den Elfmeter verwandelt. Ich glaube, das ist eine Partie, das ist eine Leistung, mit der man zufrieden sein kann.